Oh, oh, was hat denn der jetzt? Ach, schon wieder so ein Stier. Nein, wow. Das hat mich direkt erwischt. Katztastisch begrüße ich euch zu Beach Buggy Racing hier auf dem Katze Kinder Kanal. Ein neues Spiel hier auf dem Kanal. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Es war ein Wunsch von euch, dass ich Beach Buggy Racing spiele. Und hier gibt es direkt meinem Spiel eine Einführung. Willkommen bei Beach Buggy Racing. Bevor du beginnst, gibt es eine kurze Einführung. Zum Steuern des Geräts nach links und rechts neigen. Berühre den Bildschirm in den gepunkteten Bereichen, um zu bremsen. Dein Auto beschleunigt automatisch. Verstanden? Okay, jetzt versuche den Berg hochzufahren, ohne dabei die Obstkarren zu zerschmettern. Okay, das probieren wir direkt mal aus. Das heißt, ich steuere das Spiel jetzt, indem ich meinen Bildschirm nach links oder rechts neige. Also mein Smartphone, auf dem ich das gerade spiele. Und zack, das war auch schon die erste Testfahrt. Das war großartig. Super, denk daran, du kannst deine Steuerpräferenzen im Menü Einstellungen ändern. Das heißt, wie ich spiele. Okay, lass uns etwas Anspruchsvolleres versuchen. Oh, das sieht nach dem ersten Rennen aus. Und wenn ihr euch das Spiel so anschaut, gerade mit diesen Power-Ups. Okay, ich erzähle gleich weiter. Okay, siehst du diese glühenden Blasen auf der Straße? Wenn du über eine dieser Blasen fährst, wird diese platzen und ein Power-Up wird in diesem handlichen Schlitz eingeworfen. Wenn du das Power-Up verwenden möchtest, tippe einfach auf den Schlitz. Lass es uns ausprobieren. Ich bin mir sicher, dass hier sicher ein anderes Auto für dich zur Verfügung steht. Da kratzt er sich noch am Kopf, unser lieber Fahrer. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das erfahren wir sicherlich später noch. Aber schaut mal, es gibt hier auf der Strecke diese Blasen mit den Waffen darin. Und ihr müsst da nicht lange überlegen, oder? Natürlich erinnert das stark an Mario Kart. Wow, das Ding hat es in sich. Ja, wir haben da jemanden erwischt. Es gibt jede Menge verschiedene Power-Ups, die du sammeln kannst. Jedes ist anders. Okay, ich glaube, du bist bereit für ein echtes Rennen. Ja, das denke ich auch. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Oh, schaut mal. Das ist echt wie Mario Kart. Nur eben total lustig, weil man es auf dem Smartphone spielen kann. Zeit, um all die Übungen auf die Probe zu stellen. Aber zuerst, siehst du diese Anzeige? Das ist die besondere Fähigkeit deines Fahrers. Sobald diese Anzeige voll ist, tippe darauf, um herauszufinden, was passiert. Okay, die Rennfahrer sind bereit. Mal sehen, was du kannst. Oh ja, das stimmt. Das Spiel ist übrigens kostenlos, wenn ihr das auch spielen möchtet. Ihr findet wie gewohnt, wie in jedem Video, immer den Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn man sich die kostenpflichtige Version kauft, muss man aber nicht, kann man das auch irgendwie zusammenspielen. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Also online geht es, glaube ich, nicht zusammen, nur lokal, also wenn man in einem Raum zusammensitzt, aber auch ganz schön, finde ich. So, Achtung, upsala, Entschuldigung, ich habe die ganze Bank kaputt gemacht. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch dieses Rennspiel gefällt, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kinder-Kanal. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr auf jeden Fall dieses Spiel toll findet und noch weitere Folgen davon sehen möchtet. Ihr wisst doch Bescheid, ich mache das gerne für euch. So, zack, noch eine Ölspur und geschafft. Du bist gut gefahren. Du bist bereit, deine Rennkarriere zu beginnen. Wenn du deine Fähigkeiten in einigen Rennen unter Beweis stellst, würde ich sogar dein Rennteam beitreten. Genug geredet. Es liegen ein paar Beach Buggy Racing Rennen an. Juhu! Klingt gut. Dies ist der Hauptbildschirm für den Einzelspieler-Modus. Von hier aus kannst du dein Auto aufrüsten und neue Power-Ups kaufen. Du wirst auch neue Autos kaufen und neue Fahrer für dein Team rekrutieren. Aber bevor du dies tust, ist es an der Zeit, deine Karriere zu starten. Easy Street, das ist also der erste Cup, den wir spielen können. Später gibt es noch Coconut Cup, Sunshine, Tropical, Pineapple, Tidal und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge und man kann in jedem Cup eine Figur freischalten. Schaut mal hier, in dem ersten Cup gibt es 6 Level. 6 Rennen, die wir fahren. Und wir fangen mit dem ersten an. Preis 150 Münzen. Komm, das schaffen wir doch, oder? Die ersten Level sind auch ziemlich einfach gemacht, also gut zum Einsteigen. Später wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber das sehen wir so mit der Zeit in den nächsten Folgen sicherlich. So, fahre vor dem Rennen, vor den anderen Fahrern über die Ziellinie, verwende Power-Ups, bla bla bla. Und pro Rennen gibt es eine besondere Fähigkeit, die meine Figur einsetzen kann. Okay, ganz gut für die Erklärung, aber lass uns jetzt mal direkt starten.
Die anderen haben auch echt coole Autos, muss ich sagen. So, Achtung, weg da, weg da. Hey, hey. Boah, ihr Rotzlöffel. Weg mit euch. Ach du grüne Neune. Wuhui, wow. Also dafür, dass ich das zum ersten Mal spiele, muss ich schon sagen. Gar nicht so... Wow, was ist denn jetzt los? Was soll denn das? Ich springe auf riesigen Reifen herum. Wow. Oh, und der Leuchtturm da im Hintergrund sieht auch echt fabelhaft aus. Okay, ich habe zwei Raketen, falls mich jemand überholen möchte. Und meine brennenden Reifen. Die kann ich einmal pro Runde einsetzen, also pro Rennen. Und damit mein Power-Up einsetzen. Entschuldigung. Der ganze Obstwagen überfahren. Oh, ich habe gerade... Oh, was ist denn jetzt los? Ich habe gerade auch übrigens eine Abkürzung gesehen. Da konnte man rechts irgendwo durch seinen Tunnel fahren. Ja, es gibt auch in jedem Level ein paar Abkürzungen, die man nehmen kann. Aber die muss man erstmal rausfinden. Ha, direkt erwischt. Eine Rakete habe ich noch. Und erster Platz. Super gelaufen. Später gibt es auch noch mehrere Rennen. Also das heißt, dass ihr pro Rennen zwei Runden fahren müsst. Oder vielleicht sogar drei. Im ersten Cup fahren wir, glaube ich, nur eine Runde. Wenn ich das richtig weiß. Zumindest wurde mir das gesagt von der Person, die sich das Spiel gewünscht hat. Und wir machen weiter. Zweites Rennen. Beach Buggy Racing. Wuhu. Oh, am Strand. Ach ja. Wer von euch wird denn dieses Jahr an den Strand fahren? Also mit den Eltern zum Beispiel. Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich bin auf jeden Fall dabei und hoffe, dass ich es dieses Jahr schaffe. So ein Strandurlaub ist doch immer was Schönes. So, Achtung. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Weg da. Ich brauche Platz. Wow, 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 wow. Hier geht es wieder ordentlich zu... Wow, eine Riesenkrabbe. Entschuldigung, Riesenkrabbe. War nicht so beabsichtigt. Und neue Power-Ups. Oh, jetzt fahren wir ein bisschen schneller. Das habe ich in der letzten Runde gar nicht eingesetzt. Oh, was ist denn jetzt los? Da kommt die Polizei. Klingt zumindest so. Och nee, was war denn das jetzt? Hier geht es echt verrückt zur Sache. Aber ich muss sagen, momentan liege ich auf dem ersten Platz. Hui, gerade noch weggeschossen. Irgendwas stand mir da im Weg. Aber wie ihr oben an der Linie erkennen könnt, ist mir das Mädchen mit dem Blondern ziemlich nah dran, sozusagen. Also sie verfolgt mich ziemlich gut. Wow, wow, gerade noch das Schutzschild eingesetzt, um mich zu schützen. Und das Ziel erreicht. Hui! Ja, ihr merkt schon selbst, die ersten Level sind gar nicht so schwer. Das wird dann mit der Zeit richtig hart. Aber wir schaffen das. Juhu! 150 Münzen. Und wir kriegen vor allem auch Sterne. Und ja, die Sterne brauchen wir auch, um weiterzukommen, um weitere Rennen zu fahren. Denn irgendwann werden wir blockiert werden, wo dann das Spiel sagt, hey, erst wenn du eine gewisse Anzahl an Sternen gesammelt hast, erst dann, mein Lieber, darfst du weiterspielen. Schaut mal, jetzt fahren wir alleine. Warum das denn? Boost Blitz. Alle Power-Ups sind Boost. Fahre gegen die Uhr. Meistere das Rennen innerhalb der zeitlichen Vorgaben, um Sterne zu verdienen. Und halte nach Boosts Ausschau. Okay. Also Boosts sind einfach diese Bläschen, mit denen wir schneller fahren können. Und wir müssen jetzt innerhalb kürzester Zeit das Rennen schaffen. Oh, Entschuldigung. Oh, die Möwen. Die habe ich jetzt erstmal verscheucht von der Straße. Die ärgern sich bestimmt, sagen, Mensch, was war das denn für ein Sonntagsfahrer? Tut mir leid, war keine Absicht. So, wow. Die Kunst ist es auch, während des Rennens richtig zu bremsen, sodass man gut und schnell um die Kurven kommt. Aber das ist eine Sache, die man erst einmal üben muss. So, ach, wow, jetzt sind wir schon wieder an der Abkürzung vorbeigefahren. So, und gleich nochmal einsetzen. Wow, wir sind echt schnell unterwegs. Für meinen Geschmack fast schon zu schnell, oder wie seht ihr das? Schreibt das in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Vielleicht sagen manche, ja, ist genauso wie Mario Kart und dadurch, dass man das auf dem Handy spielen kann, ist es auch urkomisch und macht super viel Spaß. Vielleicht sagen aber andere auch, naja, das Spiel ist okay, aber ist nicht das Goldene, das Gelbe vom Ei. So, schaut mal, jetzt kann ich hier in dem Modus auch noch meine Farbe ändern, was ich ganz cool finde. Das heißt, ich kann zum Beispiel neue, na, wie sagt man da, Tattoos für das Auto auswählen, aber auch die komplette Farbe ändern. Aber ich finde Rot ganz nett, da Rot meine Lieblingsfarbe ist. Weiß finde ich auch schön. Ich bin auch ein Fan von Schwarz. Schaut mal, Schwarz sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Und ich finde dieses Tattoo hier mit der Sonne ganz schön. So, Achtung, Moment.
Farbe speichern. Moment, wie mache ich das denn mit der Farbe? Ach so, ich muss jetzt einen Diamanten einsetzen. Okay, machen wir mal. Schaut mal. Jetzt sieht unser Auto ein bisschen anders aus und ich kann hier noch mit den Münzen, die ich eingesammelt habe, mein Auto etwas verbessern. Jetzt kriege ich hier noch ein Paket, das ich kaufen kann mit echtem Geld, aber das mache ich nicht. So, wir machen weiter mit dem Easy Street. Oh, schaut mal, da fehlt uns ein Stern. Na, kommt schon. Diesen Stern holen wir uns. Das heißt Revanche. Das bedeutet, wir wiederholen das Ganze und wollen uns sozusagen rächen, indem wir das jetzt besser machen. Und dadurch, dass wir dieses Rennen schon einmal gefahren sind, fahren wir jetzt gegen unser alter Ego sozusagen. Das heißt, gegen unser altes Ich. Ihr seht das jetzt gleich. Moment. Schaut mal, seht ihr diesen, ja, unsichtbaren Fahrer? Das bin ich selbst aus der letzten Runde. Das heißt, ich kann mich so vergleichen, wie ich beim letzten Mal gefahren bin. Und die Kunst ist es natürlich an dieser Stelle, schneller zu sein als mein Geist, also mein letztes Ich sozusagen. Jetzt bin ich leider ein bisschen komisch um die Kurven gefahren. Das heißt, es kostet mich wahrscheinlich wertvolle Zeit. Aber, wow, ja, tatsächlich ist er schneller als ich. Jetzt muss ich aber, oh nein, nicht gegen Kisten fahren, mein Guter. Jetzt muss ich echt Gas geben. Sonst wird das nichts. Gut. Oh nein, das wird, glaube ich, nichts. Nein. Da war ich in der letzten Runde tatsächlich besser. Oh weia. Raz heiße ich. Also der Typ mit den roten Haaren, den wir hier spielen. Später gibt es, wie gesagt, noch andere Charaktere. Aber der Typ heißt Raz. Entschuldigt bitte, mein Husten. So, jetzt aber geht's weiter. Diesmal möchte ich aber unseren lieben Geisterfahrer überholen. Denn so geht das nicht. Oh, Entschuldigung, Hühnchen und Möwen. Ach, dass die auch immer so im Weg stehen müssen. So, jetzt ist es wichtig, dass ich jede Kurve ordentlich nehme. Und dadurch auch nicht zu viel Energie von meinem Turbo verliere. Und am besten, so oft es geht, Turbo einsetzen. Schaut mal, jetzt oben. Mein Geist ist ziemlich weit hinten. Das heißt, dieses Mal liege ich ziemlich gut dabei. Aber er holt langsam auf. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Gas geben und sollten uns nicht überholen lassen. Schnell. Hui, gerade noch an der Bank vorbei und zack ins Ziel. Diesmal waren wir auf jeden Fall besser. Gut gemacht, Raz. So, 42, das bedeutet 3 Sterne für uns. Geschafft. Supidupi. Dann können wir jetzt weitermachen. Und zwar mit Level 4. Och, da brauchen wir 3 Sterne. Was ist denn die Aufgabe? Einfach nur das Rennen gewinnen. Gut, dann machen wir das doch mal. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Und bei bei Sonnenschein wollte ich schon sagen. Bei Mondschein. Oh, schaut mal, mit schönen Kanus da draußen. So, alle stehen schon bereit. Alle stehen in den Startlöchern. Und übrigens, die anderen Charaktere, die ich hier sehen könnt, die kann man auch alle freischalten und spielen. Also der mit dem Häschenkostüm, der mit der Afro-Frisur, das Mädchen mit den blonden Haaren und so weiter und so fort. Wow, gerade noch geschützt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da hat mich gerade jemand abgeschossen. Also gut, dass wir in letzter Sekunde noch das Schutzschild aktiviert haben. Gerade noch rechtzeitig. So, Achtung, wir haben wieder ein Schutzschild für den Fall der Fälle. So, wir sind geschützt, das ist gut. Und wir haben einen ordentlichen Vorsprung, wie ihr oben sehen könnt. Dann sollte ich vielleicht auch noch mein Power-Up einsetzen, das heißt meine brennenden Reifen, damit ich ein bisschen schneller fahren kann. Und für den Notfall habe ich auch noch eine Rakete parat. Oh, Entschuldigung, da habe ich den ganzen Obstkorb da, wow, außer Gefecht gesetzt. Und auf Achtung, überall Hühner auf der Straße. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Es kam mich gar nicht dazu, mein Power-Up einzusetzen. Und auch noch 3 Bänke kaputt gemacht. Und eine Möwe weggehauen. Naja, kann passieren. Wollen wir doch mal nicht so streng sein. Weiter. Ja, das exklusive Angebot, das wollen wir nicht wahrnehmen. Level 5. So geht's jetzt weiter. Ich bin gespannt. Oh, Dino-Dschungel. Das klingt mal richtig interessant. Oder eigentlich steht da Dino-Jungle. Weil Dschungel schreibt man ja nicht mit J, so schreibt man das im Englischen. Im Deutschen schreibt man das mit D-S-C-H-U-N-G-E-L. Dschungel. Und im Englischen mit J, J-U-N-G-L-E, Jungle ausgesprochen. Aber das nur so nebenbei.
Jetzt habt ihr gelernt, dass Dschungel auf Englisch Jungle bedeutet. Geht mal zu euren Eltern und fragt sie, ob sie wissen, was Dschungel auf Englisch heißt. Wenn nicht, könnt ihr sagen, ha, ich weiß es, es heißt Jungle. Okay, aber jetzt zurück zum Spiel. Oh weia, jetzt hab ich doch glatt diese Pflanze mitgenommen. Wo sind eigentlich die ganzen Dinosaurier? Ich vermisse sie doch tatsächlich. Heißt dieses Level nicht Dinosaurier-Dschungel? Aber wo sind die Dinosaurier? Habe ich sie jetzt übersehen? Ich muss schon sagen, unsere Gegner sind hier auf dieser Strecke etwas besser. Oh, was war das denn? Da vorne hat jemand einen Stier oder ähnliches bekommen. Na, den wollen wir doch jetzt direkt mal überholen. Frag mich bitte nicht wie, aber diese junge Dame da vor uns ist echt schnell. Mal sehen, wie wir diese junge Dame einholen können. Wow, wow, wow. Hey, was war das denn? Also sowas hat mich bisher noch nie im Spiel erwischt. Oh weia. Zweiter Platz nur. Ja, diesmal waren wir anscheinend nicht so gut. Da war jemand viel, viel besser als wir. Und was bedeutet das? Wir wollen erneut spielen. Und eine Revanche. Schaut mal da, man kann auch irgendwie im Wasser springen. Habt ihr gerade diese Abkürzung gesehen? In der Vorschau? Auch interessant. So, mein lieber Raz, zeig mal, wie du die anderen überholst. So, weg mit euch. Jetzt komm. Ach, schaut mal da hinten, da ist ein Dinosaurier. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Wow, 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 wow. Achtung, Achtung. Schön übers Wasser gleiten. Und die Rakete hat ihn ordentlich erwischt. So, aber da vorne steht noch jemand. Direkt uns im Weg mit seinem blauen Wagen. Mal sehen, ob wir den einholen können. Der ist schon ziemlich schnell. Aber gleich haben wir ihn. Nur am Ball bleiben. Wir schaffen das schon. Und eine Ölspur. Achtung. So, mal sehen, ob jemand über unsere Ölspur fährt. Aber den Typen hier müssen wir auch irgendwie einholen. Der ist echt hartnäckig. Oh, oh, was hat denn der jetzt? Ach, schon wieder so ein Stier. Nein. Wow. Das hat mich direkt erwischt. Total unfair. Oh, den kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das wird sehr, sehr knapp. Oh nein. Hey, hey, hey. Wer ist denn da auf der Pelle? Oh nein, wir schaffen das schon wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Da war wieder viel besser als wir. Aber wisst ihr was? Das Allerwichtigste ist es, niemals aufzugeben und geduldig zu bleiben. Diesmal schaffen wir das. Noch eine Revanche. Ich möchte diesmal beweisen, dass wir besser sind. Also los, Raz. Zeig, was du kannst. Und diesmal müssen wir unser Power-Up, das heißt die brennenden Reifen, auf jeden Fall einsetzen, damit wir schneller als die anderen sind. So, genau hier Turbo. Wuhui. Ach, der schon wieder. Ha, sehr, wow, was war das denn? Ein flammender Schuss. Habt ihr das gesehen? Unglaublich verrückt. Ist ja genauso wie in Mario Kart. Achtung, weg da. Hey, Frechdachs, ich möchte hier durch. Oh, danke, dass du ihn abgeschossen hast. Jetzt kann ich an ihm vorbeifahren. Erster Platz, das müssen wir jetzt halten. Wir haben, wow, was ist denn jetzt los? Fliegen wir jetzt? Sieht kurz so aus. Wir haben auf jeden Fall drei Kanonen, die wir einsetzen können. Das heißt, die halten wir auf jeden Fall, sodass wir sie einsetzen im Fall der Fälle, wenn es mal durch die Decke geht. So, sehr schön, sehr schön. Ich bin ganz zufrieden. Jetzt nur noch wenige Meter, bis wir es geschafft haben. Und... oh, da habe ich mich doch glatt nochmal kurz erschrocken. Was war denn das wieder? Da hat wieder jemand diesen Stier eingesetzt. Ich muss sagen, ich möchte auch mal diesen Stier haben. Aber wir haben es geschafft. Jetzt kommen wir zum letzten Level des ersten Cups und können jetzt die Dame freischalten. Du hast auf jeden Fall Geschick. Mal sehen, wie du bei einem Einer-gegen-Einer-Rennen gegen mich abschneidest. Lailani fordert dich zu einem Einer-gegen-Einer-Rennen heraus. Sollst du gewinnen, kannst du Lailani für dein Team rekrutieren. Oder Leilani. Heißt sie Lailani oder Leilani? Was glaubt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Und wie findet ihr diese Leilani eigentlich? Mal sehen, wie gut sie fahren kann. Wir möchten sie auf jeden Fall bezwingen, sodass wir mit ihr auch spielen können. Und ich glaube, sie hat auch bestimmt ein paar coole Power-Ups am Start. Fahre vor Leilani über die Ziellinie. Wenn du gewinnst, entsperrst du die nächste Serie in Disziplin. Und wir kriegen Leilani auch noch als Fahrerin. So, die wollen wir haben. Wow, wie hat sie... was? Was ist denn jetzt los? Wie hat sie denn das gemacht? Und was sind das für Blumen? Ist das ihre Spezialfähigkeit? Hey, was soll denn das? Wow, jetzt fliegt sie, weil ich jetzt diesen Mond eingesetzt habe. Auch ein Power-Up.
Und jetzt fährt sie gegen Palmen. Das ist meine Chance, sie zu überholen. Tschüssi. Wow, wow, wow. Und wir fahren diesmal zwei Runden. Das erste Mal, dass wir zwei Runden fahren. Wow, hey, lass los. Die ist echt hartnäckig. Die kann ich echt nicht abschütteln. So, Achtung, Achtung. Ich habe Raketen, ich habe Raketen. Ha, erwischt. Au, au. Hey, Moment, ich möchte nicht gegen oder durch deine Blumen fahren. Die Blumen haben mich langsamer gemacht. Habt ihr das gesehen? Also echt fies von der lieben Leilani. So, jetzt erstmal Feuerkraft. Ab ins Ziel. Und wow, oh, wow, oh, oh, ich habe die Kurve nicht richtig bekommen. Ach, du grüne Neune. Schnell weg. So, jetzt haben wir noch eine Ölspur, die wir legen können. Und wir haben einen kleinen, einen klitzekleinen Vorsprung, wie ihr oben sehen könnt. Aber Leilani ist uns wirklich dicht auf den Fersen. Das heißt, Gas geben ist super wichtig. Komm, Raz, du schaffst das. Raz, Raz. Hashtag Raz ist der Beste. Mal sehen, wer das schreibt in die Kommentare. Vor allem, wer hat denn von euch so weit geschaut? Also nur die, die unter allen Kommentaren genau Hashtag Raz, Raz oder R-E-Z, so schreibt man ja, Raz ist der Beste geschrieben haben. Da wisst ihr sofort, aha, die Person hat also fast bis zum Ende geschaut oder sogar bis zum Ende. Wow, 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 und ins Ziel. Ha, wow, du bist seit unserem ersten Begegnung weit gekommen. Ich wäre stolz, deinem Team beizutreten. Hervorragend, du hast Leilani geschlagen. Und wir können Leilani ab sofort spielen. Hey, sehr schön. Wenn du einen Boss besiegst oder das erste Mal eine Championship gewinnst, darfst du Coco Loco spielen. Gewinne Power-Ups. Okay, Achtung, wir spielen jetzt Coco Loco. Wir kriegen entweder Flammen, Tornado oder ein Stier. Was wollen wir? Ich schau mal nach dem Tornado. Wow, Moment mal, so schnell kann ich gar nicht gucken. Das ist ja unfair. Okay, dann wählen wir einfach irgendwas. Ist ja auch egal, irgendwas werden wir schon bekommen. Und wir kriegen einen Stier. Das heißt, ab der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall einen Stier haben, den wir einsetzen können, um schneller zu fahren und dann auch komische Stiergeräusche zu machen. Und das sind die ganzen Items, die wir im Spiel noch freischalten können. Eine richtig schöne Sache. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Rennen weitergehen wird. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Beach Buggy Racing. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach draufklicken oder drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt und dann auf Abonnieren. Vielen Dank und bis bald.